Hallo unsere Leute, zu diesem Infovideo, was ich bei Twitter unter anderem angekündigt hatte und ich glaube es war nur bei Twitter. Es geht halt um Folgendes: Die letzten Tage war nicht ganz so viel los auf dem Kanal wie eigentlich geplant. Es kam ein bisschen was dazwischen. Alle, die mir bei Twitter followen, die dürften es mitbekommen haben. Und es ist halt Folgendes passiert. Die Wasserleitung meiner Eltern und mir und wie auch immer unseres Hauses ist so ein Rest drin. Und deswegen hatten wir kein Wasser die letzten Tage, tierischer Stress zu Hause. Vorgartenumbau, dann dadurch, dann war ich letzten Wochenenden und Wochen immer viel unterwegs, Arbeit natürlich sowieso. Dann kommt natürlich jetzt die Vorweihnachtszeit, man muss sich um Geschenke kümmern, man muss, nicht nur sich darum kümmern, sondern sie auch kaufen. Dann, ja, bald habe ich Geburtstag, dafür muss ich auch noch ein paar Vorbereitungen treffen, das war auch noch ein bisschen stressig. Dann hatten auch ein paar Leute Geburtstag, da auch nochmal ganz herzliche Glückwünsche an alle, die Geburtstag hatten dieses Jahr bisher. Und ja, gut, dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, was in Zukunft mit dem Kanal so geschieht. Denn diese Woche, jetzt direkt nach Erscheinung des Videos, ist natürlich so ein bisschen... ich muss mich irgendwie durchretten bis Weihnachten, weil, ja, immer noch keine Videos vorproduziert, sonst hätte sie es schon bekommen. Dann ist mir natürlich noch in den, als ich dann letztens aufgenommen habe, nämlich am 12., an dem Samstag, einer von den beiden Tagen, ich glaube Sonntag war es, Sonntagvormittags Zeit gefunden in dem ganzen Hackmack und habe dann für euch 5 Folgen Minecraft aufgenommen, unter anderem Ender Games, Aura, Bed Wars war glaube ich auch eine Runde dabei und bis dann mein Mikro nicht erkannt wurde und das, es wurde die ganze Zeit nicht erkannt, deswegen habe ich dazu komplett keine Audiospuren von mir und ich wollte es euch auch nicht zumuten, da so oben in der, falsche Richtung, ja, da oben in der Ecke in den Videos so eine Fratze ganz ihre Mimiken zu machen, ohne irgendein Wort zu sagen und nur Gameplay mit einer Facecam in der Ecke, die nichts erzählt, finde ich auch nicht ganz so knorke. Deswegen habe ich lieber gar nichts gebracht, als euch Scheiße zu bringen. Und in Zukunft wird es so ablaufen. Zudem ist natürlich jetzt auch noch mein super herzlicher Formel 1 Mitstreamer Jan nicht mehr des Internets nicht mehr angeschlossen ins Internet, so nehmen wir so die Wortwahl. Dementsprechend ist es da auch jetzt nicht ganz so einfach. Montags werde ich trotzdem, also können wir mal so die Woche so ein bisschen durchgehen, montags wird es definitiv einen Formel 1 Stream geben und in der Zukunft wird ein Projekt gestartet mit Hexit als Übergangsprojekt zu dem bereits mal in größten Server-Videos angekündigten großen Projekt im Februar, was dann startet. Ein kleines Übergangsprojekt mit Hexit und das mit einigen Leuten zusammen. Wird bei mir aber dann ein Stream-Projekt, in dem ich die erste Folge werde ich so aufnehmen, werde sie euch bringen, sagen, hey, noch ein bisschen erklären, was, wie es abläuft. Und dann werde ich immer streamen. Weiß nicht, wie lange die Streams dann immer werden. Definitiv wird aber... werden sie nicht nur 15 Minuten dauern. Und die Streams werde ich nebenbei, so wie jetzt auch, ich gerade mit OBS aufnehme, werde ich damit zusätzlich auch noch aufnehmen lassen neben dem Stream und werde das dann auf YouTube hochladen. Dementsprechend kann sein, dass da natürlich ein bisschen Rauschen definitiv drin ist, aber ich denke, das ist noch zu verkraften. Damit wird es dann mit Hexit auch mehrmals die Woche dann immer einen Stream geben. Ich versuche das möglichst alle so dreimal die Woche zu schaffen, irgendwie, und werde dann immer mit leichter Verzögerung natürlich dann das Video auch hochladen passend. Was in Zukunft kommt, habe ich auch im Krustenserver habe ich mal irgendwann ein Infovideo gemacht, wo auch dann der Kanal Umbruch so ein bisschen erklärt wurde.
Was natürlich jetzt kommt, ich möchte Adventure Maps spielen. Ich habe schon eine bekommen. Die werde ich bald dann auch Let's Playen natürlich. Und ja, wenn ihr Bock habt natürlich oder einfach, ja, könnt gerne eine bauen, die einschicken. Ich werde sie, denke ich, dann spielen. Und egal wie lang sie ist. Ja, mehr Adventure Maps in Minecraft. Ja, Minigames wird es definitiv geben. Und dann halt immer so ein bisschen was, wo ich gerade Bock drauf habe. Und ich denke, das war auch das, was so in letzter Zeit mich so ein bisschen ausgezeichnet hat, dass ich einfach nur Spaß an dem hatte, was ich gemacht habe. Deswegen will ich euch ja jetzt wirklich auch kein Bullshit vorsetzen, auch wenn es mir Spaß gemacht hat in der Aufnahme. Es sind natürlich Bullshit für euch, wenn ihr den Spaß nicht übermittelt bekommt, weil keine Stimme da ist. Aber ich gerade auch noch was zu sagen ist, wie viel Zeit haben wir? 5 Minuten schon. Wow, das ist ein bisschen amazing. Ja, auf jeden Fall wird, wie schon mal gesagt, es wird mega gestreamt. Aber es gibt dann Stream-Aufzeichnungen und die kommen dann mit rein. Im Februar gibt es ein großes Projekt, da sitze ich jetzt zusätzlich auch noch dran. Das hat auch schon ein bisschen Zeit gefressen, wo dann ich dachte, okay, komm, dann reduziere es auf eins. Und vor allem hatte ich keins mehr, weil halt, ja, verschiedene Dinge passiert sind. Ich hoffe, euch hat so ein bisschen die Situation, dass das Video hat euch die Situation jetzt ein bisschen erklärt. Und ja, ihr wisst jetzt ein bisschen was mit meiner Situation anzufangen, warum das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Es wird auf jeden Fall in nächster Zeit wieder Videos geben, wenn ich die Zeit finde nach der Arbeit und neben den Streams da das noch irgendwie einzubinden. Spätestens, wenn der nächste Vlog kommt, also spätestens Weihnachten selber, werde ich mal, denke ich, immer noch ein bisschen vormittags frei haben. Und da werde ich dann aufnehmen und dann auch im Voraus aufnehmen, damit ihr auch dann wieder garantiert ist, dass ihr eure Videos bekommt. Und dementsprechend will ich nicht viel weiter um heißen Brei reden. Ich danke auf jeden Fall für das, das Bild da unten rechts, das wurde mir netterweise gemalt, das da hat Tim gemacht und da bin ich selber, weil ich mich selber mal gefotografiert habe und das dachte ich mal, ich passe mal ein bisschen das Ding an, wie ich es mal irgendwann angekündigt hatte und ja, all in all danke ich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr eine Adventure Map habt, schickt sie einfach rein, schickt mir einen Link zu einem Download-Link oder wie auch immer. Ja, irgendwie so in die Richtung. Ja, ist noch was zu sagen? Ja, gut, nö, gibt's glaube ich nicht. Wenn noch irgendwelche Fragen bestehen, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich werde dann den, denke ich, da so ein bisschen drüber schauen und euch die beantworten, sofern es mir möglich ist, wenn ihr mich nicht nach den Lottozahlen in den nächsten Wochen fragt. Ja, gut, danke fürs Zuschauen dieser kurzen Info und bis zum nächsten Mal. Schon mal eine besinnliche weitere Vorweihnachtszeit und bis in einem nächsten Video oder im Stream. Bis dann. Tschüss.